Hallo, hier ist wieder eure Julia. Heute basteln wir was Richtung Frühling. Dieses Mal möchte ich aber ein Geschenk für eine Freundin machen. Es hat diesmal gleich einen Nutzen. Ich habe so ein altes Osterkörbchen als Beispiel, was nicht mehr schön aussieht, ist schon etwas älter. Dieses möchte ich jetzt verschönern. Dafür habe ich jetzt hier ganz normal von Giotto so eine Deckfarbe genommen gehabt. Da suche ich mir jetzt mal eine Farbe aus, wie mein Körbchen aussehen soll oder ich es gerne hätte. Ihr könnt ja andere Farben nehmen, wenn ihr das nachmachen möchtet. Ich nehme da jetzt mal weiß. Dann nehme ich einen Pinsel. Dieses Osterkörbchen, das ist eigentlich nur so ein bisschen dünneres Holz. Und dann bestreiche ich das. Dann machen wir jetzt, ich mache für euch nochmal ein bisschen. Sieht man das ein bisschen hier? So, ihr könnt auch andere Farben nehmen, das, was euch am besten gefällt. Weiß passt immer auch schön zu allem. So, da habe ich einen kleinen Trick für euch. Wenn die Farbe ein bisschen angetrocknet ist, da kann man dann mit ein bisschen Zellstoff oder Zewe oder Taschentücher, das, was ihr gerade zur Hand habt, nehme ich jetzt mal das. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen gestrichen und dann tut ihr ganz leicht so ein bisschen drüber machen, dass die alte, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, manchmal bleibt mal ein bisschen hängen. Da bleibt so ein bisschen noch diese alte Straffierung drin. Ne? Dann habt ihr so eine schöne Optik dann. Wenn das alles ihr dann bestrichen habt und so durchgetrocknet ist, ist ja eigentlich das Problem, es ist eine ganz normale Deckfarbe. Wenn ich jetzt die bepflanzen würde, die Körbchen, und ich die Pflanzen gieße oder besprühe, kann ja die Farbe abgehen. Das wollen wir aber nicht. Da gibt es einen kleinen Trick. Entweder, wenn ihr das jetzt nicht zu Hause habt, nach dem, was ich so weiß, kann man das auch mit Haarspray machen. Ich habe da aber jetzt dieses Latex-Bindemittel. Und habe komplett das Körbchen nochmal bestrichen gehabt. Da muss man eine Weile warten, bis es trocken ist. Das sieht man eigentlich recht gut. Da beim Bestreichen das zuerst weiß ist und dann wird das dann durchsichtig. Ich habe jetzt hier das alte Körbchen. Das war vorher so ein hässliches Blau gewesen. So, dieses habe ich jetzt in einem neuen Look. Man sieht noch in drinne dieses Blau. Es ist halt alt gewesen. Wir wollen es aber jetzt ein bisschen verschönern. So. Da habe ich dann jetzt in die Läden, gibt es jetzt überall, auch in die Einkaufsläden, Frühjahrsblüher. Da habe ich mich jetzt für diese Farben entschieden. Ein Gelb, dann ein Rosa und dann so in Richtung Rot, Pink. So. Wenn ich die jetzt hier bepflanze, ist das für mich persönlich noch nicht ganz perfekt. Was habe ich da gemacht, gehabt? Ich habe. Man kann online bestellen, jetzt hier als Beispiel Amazon, so eine Holzfiguren hier als Herzen, die man zum Beispiel irgendwo hinhängen kann. Oder hier Richtung Ostern. Da gibt es so viele verschiedene Varianten, das könnt ihr euch ja dann aussuchen, kostet auch nicht wirklich viel Geld. Die habe ich auch bemalt gehabt, aber diesmal mit Tuschfarbe. Als Beispiel nur ein ganz einfacher Tuschkasten. Und ich habe mich da für den Tuschkasten deswegen entschieden, Entschuldigung, weil die Farben ein bisschen besser verlaufen. Das Problem dabei ist, wenn ihr damit malt auf Holz, ihr müsst wirklich vorsichtig sein, wie viel Wasser ihr dabei nehmt. Dann habe ich die bemalt. Hier zum Beispiel habe ich dann Blumen drauf gemalt gehabt. Wie habe ich die? Dann habe ich immer von den Pflanzen gibt es manchmal so eine Holzstiele. Kann man auch irgendwo kaufen oder so. Mit 3, 2, 1. Mit der Klebepistole festgeklebt gehabt und dann habe ich hier noch ein bisschen Bast gehabt. Und dann haben wir dann sowas. Das kann man dann später hier mit reinstellen. Als Dekoration diese kleineren Figuren. Da habe ich jetzt mal so ein Häuschen vorbereitet. Warte mal, ich mache mal ein bisschen näher. Und das habe ich, das habt ihr bestimmt zu Hause, mit einem Zahnstocher vorbereitet und auch festgeklebt mit einer Klebepistole.
dass da auch die Farbe nicht abgeht, könnt ihr entweder jetzt Haarspray nehmen oder wieder dieses Latex-Bindemittel. Beim Trocknen müsst ihr immer aufpassen. Ich habe die dann jetzt bei meine Blumentöpfe noch mit zusätzlich reingestellt, dass die nicht umkippen. Da konnte ich gleich alles bestreichen damit. Hier habe ich zum Beispiel, ihr habt bestimmt auch noch Schleifenbänder. Eine Schleife gemacht, ihr habt. Unten hier ein bisschen die Spitzen. Und hinten auch festgeklebt, ein Zahnstocher mit der Klebepistole. So, jetzt habe ich mein Körbchen. Das will ich ja jetzt fertig machen als Geschenk. Soll ja was Besonderes werden. Da nehme ich erstmal, mache ich schon mal ein kleines bisschen, aber nicht viel Erde rein. Wieder eine schöne Sauerei, nicht wundern. Ich arbeite gerne auf meine Herdplatte. Mache ich alles. So, jetzt mache ich die kleinen hier raus. Die schönen Primeln. Boah, die haben schon so eine Verwurzelung hier. Na komm. Ah, will wieder nicht. Komm. Ja. Also sowas von Verwachsen hier in der Kurve, das gibt es ja gar nicht. Komm mal her hier. Bisschen klein gewachsen mit deiner Innenwurzel hier. Die direkte Kurve. Boah, hast du aber eine Wurzel. Naja. Ja, einmal da eine Ecke. Aber mal dich mal. Ah, die geht leicht raus. Ja. Zweite. Müssen wir mal gucken, wie weit ich euch platziere, bevor wir euch festsetzen. Ja. Die Primeln sind jetzt auch zurzeit nicht teuer. Die kleinen Becherchen könnt ihr ja wieder aufheben, wenn ihr so eine Samenzucht macht, wie ich. Ja. Und jetzt haben wir ja ein bisschen ein paar Löcherchen. Jetzt tue ich meine Erde nehmen und die jetzt auffüllen. Ich nachher wieder was zum Putzen. Bisschen noch nachfüllen. Mal gucken hier. Kleines bisschen noch Wasser. So, noch mal drehen. Auch noch mal. Na. Jetzt gucke ich nur noch auf der Mitte, ob das da sauber ist. Nur ein bisschen. So. Dann mal ein bisschen die Erde hier noch wegmachen. Sieht ja schon mal recht schön aus. Wo wir jetzt hier die etwas größeren Löcher haben, können wir zum Beispiel unser Deko gut reinstecken. Das füllt dann die Sandmenge aus. So. Die restliche Erde mache ich dann weg. Dann nehmen wir zum Beispiel hier eine Schleife. Jetzt muss ich erstmal mal gucken, wie ich was stecke. Hier dazu das Häuschen. Ich denke mal, ich werde das hier mehr in der Mitte machen. Da muss ich nur aufpassen mit den Blättern. Hey. Oh, noch ein bisschen abschütteln und siehe da, das Blatt richten wir ein bisschen. Ich kann es noch mal ein bisschen höher nehmen.
Ein wunderschönes Körbchen und mal was Besonderes, weil man es ja auch selbst gemacht hat und hat man gleich eine Wiederverwendung gefunden. Und wie gesagt, man muss ja nicht immer gleich alles wegschmeißen. Es gibt so schön, was man draus basteln könnte, wenn man sich einfach mal die paar Minuten Zeit nimmt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüssi!